Seit Dezember 2009 leitet Dieter Hecking als Trainer das Training des 1. FC Nürnberg. Mit Erfolg mit seinem Trainerteam und der Mannschaft sicherte er 2010 den Klassenerhalt und erreichte 2011 den 6. Tabellenplatz. Wie läuft eine Trainingswoche eigentlich? Ja, letztendlich ist es so, dass ich den Plan vorgebe. Ja, immer nachdem, wie der Spieltag war, Samstag, Freitag oder Sonntag. Ja, danach richten wir unsere Trainingswoche aus. Mit Siegen im DFB-Pokal und zum Liga-Auftakt bei Hertha BSC ist der Saisonauftakt bis jetzt sehr gelungen. Aber alles richtig haben wir nicht gemacht. Ja. Also wir müssen schon noch, denke ich, eine Schippe drauflegen, gerade auch was jetzt das Heimspiel gegen Hannover angeht, wenn wir das erfolgreich gestalten wollen, gar keine Frage. Wir sind natürlich, klar, mit dem Erreichen der zweiten Runde, auch mit der Auslosung in Aue, denke ich, können wir ganz gut leben. Der Punktspielstart, wenn man 3 Punkte auswärts holt, ist das natürlich zu 100% gut. Ja, aber natürlich die Art und Weise, wie wir im Offensivspiel agiert haben, das hat mich noch nicht zufriedengestellt. Das ist, denke ich, auch noch normal, dass eben da das eine oder andere Rädchen noch nicht so gegriffen hat, wie ich es mir natürlich immer wieder ausmale, wie es doch am perfektesten wäre. Das perfekte Spiel hat man ja eh sehr selten in der Saison. Aber wenn man 3 Punkte holt zum Saisonauftakt und damit eine gute Basis gelegt hat für das Heimspiel gegen Hannover, wo wir natürlich unseren Zuschauern ein super Spiel abliefern wollen und auch möglichst die Punkte hier behalten wollen, dann war das natürlich bislang auch mit der gesamten Vorbereitung gesehen eine erfolgreiche Zusammenarbeit.